Hallo zusammen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Two Point Hospital und weiter geht's mit meinen Krankenhäusern. Letztes Mal hatte ich ja hier angefangen und ich muss das nochmal neu machen, weil letztes Mal war es nicht mein Account, sondern der von Heiko. Er hatte die Pre-Version, ich nicht. So, und deswegen gehen wir jetzt einfach mal hier rein. Das ist das nächste Krankenhaus. Das ist alles noch ein bisschen mit, er hat's auch. Ein bisschen Tutorial-lastig, aber ist kein Problem. Denn ich habe das Ganze schon beim Stream gespielt und hier kommen jetzt nach und nach neue Räume dazu. Wie zum Beispiel die Psychiatrie, die wir jetzt einfach mal bauen werden. Und man sieht, man hat schon einiges an Räumen. Und ich weiß auch gar nicht, wo das letztendlich endet und wie viele Räume wir nachher haben. Auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, sehr, sehr viele. So, jetzt machen wir allerdings erstmal eine Psychiatrie. Und wie es immer so ist, warte. Haben wir eine Couch und einen Sessel. Also andersrum eigentlich. Und man muss immer gucken, hier oben ist Prestige, dass man quasi den Raum super schön macht, prestigewürdig, damit die Leute hier reinrennen und sagen, boah, geil. So, eine fette Mülltonne habe ich mir schon dazu geholt, Volldusche braucht man nicht, Desinfektionsspender. Ja, wenn man dem Patienten die Hand gibt, alles cool. Ich glaube schon erzählt, mein Arzt, also Kinderarzt ist es, glaube ich, also nicht zu dem ich gehe, sondern ne, der gibt gar nicht mehr die Hand. Finde ich aber gar nicht so schlimm. Gerade in dem Beruf finde ich es eigentlich voll in Ordnung. So, jetzt braucht man einen Arzt, der das kann. Achtung. Ja, neue Technologie, weiß ich doch. Da, hier, der hat Psychiatrie einstellen, fertig. Ich weiß nicht, da ist auch ein Arzt drin, alles gut. Lass uns das Krankenhaus weiter ausbauen, während wir uns um die Psychiatriepatienten von Bungle kümmern. Okay. Die Frage ist, ob ich das hier so lasse oder ob ich das Ganze ein bisschen anpasse. Ich denke mal, das passe ich ein bisschen an. Dann wäre die Tür aber jetzt falsch, wenn ich ehrlich bin. So, aber ich würde mal sagen, wir nehmen mal eben die Dinger hier. Kann ich die einfach entfernen? Nein, natürlich nicht. Kann ich natürlich nicht einfach entfernen. Aber ich würde mal sagen... Hallo? Bitte, Bank. Ach so, entferne ich die, wenn ich da doppelt draufklicke. Alles gut. Ich habe noch nicht so viele Sachen verkauft, ganz ehrlich. So, was brauchen wir? Wir brauchen ein Zimmer, eine Arztpraxis. Und ich habe das so gemacht im Livestream, um nochmal darauf zurückzukommen, dass ich halt immer dann die Räume gekauft habe, wenn es notwendig war. Also sprich, keine Ahnung, wenn jetzt einer kommt, der hat eine unheilbare Krankheit und braucht Medikamente, dann habe ich erst die Apotheke gebaut. Vorher noch nicht. Um das Ganze mal nochmal zu erklären. So, der Prestige ist schon mal gut. Mülltonne in die Ecke, Feuerlöscher braucht er nicht unbedingt, aber würde dem hier schon zugutekommen. So, Prestigestufe 2 sind wir schon. Wir gucken mal, ob wir auf 3 kommen. Pflanze. Desinfektionsspender. Ah, ich glaube nicht. Einzige Poster, was ich habe, voll gut. Mehr habe ich gar nicht. Ah, ich glaube, der kommt noch nicht auf 3. Lassen wir so, alles gut. So, was machen wir da hin? Wir nehmen jetzt mal die Bänke und packen die mal kurz hier vorne hin. Kann ich jetzt wieder Play drücken? Ja, klar kann ich Play drücken. So, haben wir hier noch die wunderschöne Blume. Sieht man übrigens da, wo man halt Blumen hinbauen sollte, weil dann leuchtet hier alles wunderschön. Die sehen ja alle gleich aus. Na, ich glaube, die haben ein Problem. Okay. So, Objekte, was haben wir denn noch? Ich habe zum einen auch einen wunderschönen Zeitschriftenständer gekauft. Und eine wunderschöne Mülltonne noch. Ah, die ist jetzt nicht so wunderschön. Andersrum könnte ich die mal kurz hier hinstellen. Die Blume in die Ecke ziehen. Den Mülleimer daneben ziehen. Oh, perfekt. Und ich glaube, einen Hausmeister haben wir auch noch nicht. Ne? Doch, einen Hausmeister haben wir. Alles gut, lassen wir so lange. Und jetzt müssen wir gucken, was die brauchen. Da braucht auf jeden Fall schon mal einer einen Arzt. Habe ich da keinen Arzt? Achso, klar, der eine arbeitet hier, der andere da. Okay, gut. Ich würde sagen, wir machen da noch einen Raum hin. Eine weitere Arztpraxis. Im selben Stil. Ja. Kann ich nur nicht das eine Ding hinmachen. Und das Poster kann ich da nicht hinbauen, weil da quasi das Fenster ist bei dem Ding. Aber egal, mache ich halt daneben. Mülltonne kommt dann wieder in die Ecke. Mülltonne ist bei mir in meine Ecke vom Zimmer. Dann hier Desinfektion, wenn man dem Patienten dann sagt Tschüss. Und was brauchen wir noch? Eine Pflanze natürlich, darf man nicht vergessen. Und ein Poster der Erleuchtung. Und ein Fenster. So. Und wir holen noch einen Arzt. Ich meine, Ärzte kann man nie genug haben. Hier ein bisschen Diagnose-Skill hat der. Zack.
Medikamentenmixer 2 freigeschaltet. Also wir können jetzt upgraden, sofern wir Sachen haben. Installiere ein Upgrade. Ja, das muss ich noch machen. So, warte mal, das machen wir mal ganz kurz weg. Verkaufen. Schussraum. Also ist das irgendwie cooler. So. Drehen wir das mal. Automat kommt dann dahin. Feuerlöscher steht auch da in der Ecke. Wie die Bänke jetzt einfach in der Mitte stehen. Obwohl, hier stehen überall Bänke in der Mitte, wenn ich mal genau gucke. So, der kommt dahin. So, alles schön verteilen. Ah, das meine ich. Jetzt machen wir kurz Pause. Der braucht jetzt quasi eine, jetzt kommt's, eine Apotheke, die ich noch nicht habe. Und deswegen muss ich die quasi einmal bauen. Warte mal, der kann, was ist das? Oh, verkaufen, cool. Objekte, ich möchte einen neuen Mülleimer, und zwar so einen. Okay, der braucht eine Apotheke, also bauen wir eine Apotheke. Jetzt mal gucken, wo die hinkommt. Oh nein, hier ist nur 2 Platz. Wie soll das denn jemals für irgendwas reichen? Kann gar nicht. Okay, machen wir vielleicht so. Warte. Komm, ist gleich fertig. Warte, warte. Ja, das ist gut. Kann ja auch so coole um die Ecke Räume bauen, damit das halt ein bisschen ausgefüllter ist und der Raum vielleicht noch einen Bonus bekommt, weil er halt besonders schön und groß ist. Der Raum sieht blöd aus. Ja, nee. So, nochmal eine neue Apotheke. Wo bauen wir die denn jetzt hin? Ich bin überfragt gerade. Machen wir die hier hin einfach. Das ist zu eng. Und die ist eigentlich zu breit, aber egal, machen wir hier hinten nochmal ein bisschen was weg. So ist die schön. Machen wir die Apotheke hier hin, direkt von den Ärzten aus in die Apotheke rein, mit dem wir hier eine Tür hinmachen. So. Fenster nur machen. Wisst ihr, kann jeder reinglotzen und gucken, was da gerade los ist. Kein Problem, jeder weiß, was er kriegt. Hier ist auch wichtig, dass die Tür immer hier ist, auf der Seite des Gerätes, weil die stellen sich hier hin, sonst kommen die sich mal in die Quere, die Leute. Und das muss nicht unbedingt sein. Jetzt sind wir immer noch Prestige Stufe 2. Vielleicht kommen wir hier mal auf die 3, das wäre auf jeden Fall cool. Feuerlöscher bei Maschinen immer reinmachen. Na komm, sollte auf jeden Fall gehen hier. Und Poster der Erleuchtung. Machen wir mal hier hin. Nein! Ein bisschen noch. Können wir noch irgendwas holen, was cool ist? Klimaanlage. Geil. Nee. Trinkbrunnen, sehr cool. Ah, andere Poster. Ein Schrank. Ja! Kann ich den Schrank hier einbauen? Hier, guck mal. Und Prestige Stufe 3, fertig. Müssen wir noch einen einstellen hier. Einen wunderschönen Krankenpfleger, glaube ich, genau. Guck mal, der kann sogar mit der Apotheke gut umgehen. So. Das heißt, wir haben jetzt quasi die nächste Stufe. Aber was heißt nächste Stufe? Nächste Ding zum Fertigmachen. Wir haben Psychiater, wir haben 2 Ärzte, wir haben eine Apotheke, alles cool. Eigentlich fehlt hier noch ein Zimmer für die Mitarbeiter. Ja, größere Zimmer sind geil, sagt er die ganze Zeit da unten. Und warte mal, wo wir schon mal dabei sind. Kaufen wir schon was, weil die brauchen halt immer ewig, bis sie fertig sind. 15 Tage nämlich, so. Weil wenn sowas kommt wie Station, die würde ich dann doch gerne irgendwo wo was Größeres oder wo viel Platz ist einbauen und nicht hier. Das wäre dann Quatsch. Station, Pausenzimmer wäre noch cool. Und Toiletten. Toiletten bauen wir euch zuerst. Toiletten bauen wir mal hier. Ja genau, und daneben kann das Pausenzimmer perfekt. Toilette wirkt zwar ein bisschen klein jetzt hier, nur 3 Stück. Was, Alter, ist ja mega klein. Was ist das denn für eine Toilette? Tschüss. Oh Mann, ey, warte mal. Arztpraxis. Apotheke, Station, Pausenzimmer, Toilette. Könnte man auch hier hinbauen? Ja, ist aber alles so klein. Das ist alles so klein. Oder wir machen jetzt auch einen Minigang durch. Man muss ja nicht immer so einen fetten, breiten Gang haben. Man kann ja auch mal einen kleinen Gang haben. So. Eine Toilette, noch eine Toilette, noch eine Toilette. Raum dahin ist fertig. Sehr, sehr cool. Waschbecken. Waschbecken, Waschbecken. Händetrockner. Ja, Mülltonne geht mal nicht dahin. Machen wir ganz weit hinten in der Ecke. Pflanze natürlich noch. Irgendwie finde ich eine Pflanze auf der Toilette irgendwie blöd.
Also auf so einer öffentlichen zumindest. Und fertig. Wie Leute da mal rausfliegen, voll cool. So, Pausenzimmer. Installiere ein Upgrade. Machen wir direkt hier. Zack, Upgrade. Rainer mit Medikamentenmixer. Wird cooler auf jeden Fall. Jetzt brauchen wir noch ein Pausenzimmer. Da haben wir's. Das bauen wir da mal so hin. Oh, oder auch nicht. Deswegen werden die Räume nicht alle... Also wenn die so ein bisschen verzweigt sind, finde ich das irgendwie ganz geil. So, machen wir hier mal eine Tür hin. Ja. Können wir hier so ein paar Pausengeräte machen. Hier hinten ist ja eigentlich Aufenthaltsraum. Super cool. Top. Hier, guck mal, hier vorne können die Spinte hin. Das ist echt geil so, ne? Ja, finde ich auch. So, warte, Blume. Eins nach dem anderen, sonst passt das wieder alles nicht. Blume. Blume. Dann Getränkeautomat. Snackautomat. Mülltonne daneben. Pflanze haben wir schon. Poster der Leuchtung. Alles top. Ist momentan auf Stufe 2 der Raum. Wir haben noch einen Schrank. Immer noch Stufe 2. Und natürlich noch ein Sofa. Und ein paar Spinte. Müde Knochen diagnostiziert. Die brauchen eine Station. Alles gut. Deswegen haben wir den Raum hier angelegt. Boah, ich bin voll im Flow, Alter. Station. Ja, die baue ich halt immer sehr, sehr groß. Ich hatte schon Level 2, nur allein, weil die so groß ist. Krass. So, die Leute kommen hier rein, können sich dann hier anmelden bei der guten Dame. Können sich da nackig machen. Ja, die machen mal hier nackig. Und dann haben wir hier einiges am Betten. Boah, ich glaube, da können so viele Betten jetzt rein. So. Übrigens, im Livestream wurde behauptet, dass jedes Bett ein Spind braucht. Ist absoluter Quatsch. Das bringt einfach nur, dass Prestige hochgeht. Klar wäre es natürlich toll, wenn es optisch gesehen jeder ein Spind hätte, aber eigentlich ist den Leuten das die absolute Latte. Hauptsache, er erreicht die nächste Prestigestufe und dann ist alles gut. Feuerlöscher brauchen wir nicht, die brennen hier nicht so viel, glaube ich, die Leute. Ein paar Blümchen. Ich meine, Spinnen kann man natürlich irgendwie reinbauen, aber die könnte sich dann drum streiten, wer den kriegt. Und ein paar Fenster natürlich. Oh, wie schön. Ah, ne, schade. Ich dachte, ich könnte jetzt immer dazwischen machen. Geht aber leider nicht. Okay. Und jetzt brauchen wir eine Schwester. An den Krankenpfleger, ne? Krankenpfleger ist gut. Sogar mit Station Gedöns drauf. Nehmen wir ihn hier. Passt. Wow. Ungültiges Verschieben. Ich habe gar nichts verschoben. 30.000 nur noch. Oh, oh. Das ist aber ganz schön knapp jetzt so. So, die Bänke nehmen wir nochmal ganz kurz. Ah, guck mal, hier warten die auch alle. Da warten die, Alter. Genau, da geht's nicht hin. Hier glaube ich auch nicht, weil die Tür so blöd da steht. Aber ist kein Problem. Eine Bank sollte genügen beim Psychiater. Und notfalls könnte man... Ja, könnte man diesen geilen Automaten nochmal zur Seite schieben. Und dann nochmal eine Bank hier hin machen. Guck. Und eine Blume. Hier fehlt auch irgendwo eine Blume. Hier so. Also eigentlich fehlt hier genau eine Blume. Genau hier in der Mitte. Aber ist ja kein Problem, man kann ja auch eine Blume in der Mitte stehen, haben wir ja auch schon oft gesehen. Alles top, Upgrade gleich drin hoffentlich. Mach doch mal schneller. Und ich stelle nochmal einen Hausmeister ein. Ah, guck mal, mit Geisterjagen und Maschinen-Upgrade. Finde ich gut. Und fertig, erledigt. Neue Technologie. Da steht auch, dass man Feuerlöscher bereitstellen sollte. Topferei. Quasi auch ein Gerät, um Leuten von ihren Töpfen zu befreien. Machen wir mal hier hin. Machen wir mal normale Geschwindigkeit, sonst ist gleich vorbei. So, Töpferei machen wir hier hin. Tür in die Richtung auf. Da ist dieses wunderschöne Gerät. Also manche kommen hier hin, die haben einen Topf auf dem Kopf. Und die fragen sich natürlich, wie kriegen wir den wieder ab? Und wir helfen natürlich so gut wir können, um einen Topf zu entfernen. Vom Kopf der Leute. Ich hoffe, Prestige Stufe 3. Also je höher Prestige ist, desto geiler ist euer Krankenhaus, desto mehr Leute kommen hier letztendlich hin.
Und ich finde es immer noch sehr, sehr geil, weil es halt mega krass an Theme Hospital angelegt ist. Und das habe ich früher auch tot gespielt. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das gespielt habe. War echt der Wahnsinn früher. Haben wir keinen anderen? Aber nur noch den Schrank hier? Anscheinend. Und, ah ja, Feuerlöscher, ganz, ganz wichtig bei der Maschine. Komm, bitte, eins noch. Hier ein Poster in die Ecke noch. So, Stufe 3, alles gut. Und wir haben die Topferei. Objekte, hier machen wir natürlich auch ein Broschürengedöns hin. Dann zwei Bänke. Ah, da ist schon der Erste. Da ist schon der Erste mit dem... Hä? Warum will der denn da? Terminstation. Ach so. Der hat noch nicht die volle Diagnose bekommen. Ah, verstehe. Was muss denn hier rein für ein Arbeiter? Umtöpfer. Benötigt Arzt. Da tue ich mich halt noch mal ein bisschen schwer, wer wohin muss, aber passt schon. Arzt am Start. Unsere finanziellen Mittel gehen zur Neige. Das ist aber ärgerlich jetzt. Was willst du denn? Errichte neue Gebäude, habe ich gemacht. Ah, hier. Erreiche die Stufe 4 mit dem Zimmer Pausenzimmer. Warte, gucken wir einmal. Stufe 3 ganz am Anfang ist sehr klein. Kriegen wir nicht hin. Ablehnen. Das geht einfach nicht. Ja, warte mal, erreiche Krankenhaus Stufe 6. Ah, wir haben nur noch 15.000. Ja, warte, ich mach mal ein bisschen Highspeed. Ah, wir brauchen einen neuen Typen, der da sitzt. Ist immer geil, wenn er so quasi gerade Pause macht. Dann sitzt da keiner. Obwohl, gerade kommt auch keiner. Von ab. So. Damit ihr da Bescheid wisst. Voll der Aggressive. Oh, der ist voll down, glaube ich. Der sollte mal ein bisschen Pause machen hier. Tschüss. Und wir nehmen noch einen Krankenpfleger dabei. Beziehungsweise, war das denn? Ja doch, er war ein Krankenpfleger. Ja. Der kann auch Apotheke. So. Ich hoffe, die Wände hier sind dick, weil sonst hört man den Psychiater auf der anderen Seite labern. 8000. Ah. Ich mache nicht so viel Plus. Oh. Arzt brauche ich und Erleuchtungsklinik. Ah. Ja, wir nehmen mal einen billigen Arzt gerade. Und die Entleuchtungsklinik machen wir mal... 13.000, das ist so teuer. 21 kostet die, kann ich dir trotzdem kaufen? Ne, warte mal, ich glaube, wir machen die ein bisschen größer. Vielleicht kann ich die ja nicht abschließen, aber trotzdem sieht es bestimmt cool aus. So, Tür. Mülltonne. Feuerlöscher. Desinfektionsgerät. Das wird so teuer. Der Entleuchter Deluxe. Objekt so teuer. Nein! Auch wir schrauben ihnen die Birne ab. Kann ich denn hier ein bisschen... Soll ich sagen, mal ein bisschen Geld pumpen? Oh, es gibt jetzt Topfschmerzen. Ach du Heilige. Alter, kostet 16.000. Wie soll ich das denn machen? Ne, warte mal kurz. Gerade kam mir ein bisschen Energie. 14, 19. Jetzt. Zack. Oh, der war knapp. Schnell Zimmer bauen. bevor hier wieder irgendwas anderes kommt. Da muss auch ein Arzt rein, right? Arzt, jo. Nehmen wir den mit. Da haben wir direkt noch einen Psychiater, der da ist. Wenn wir einen brauchen. Warteschlange bearbeiten. Da kann ich bearbeiten. Wie sieht's denn hier aus gerade in dem Ding? Stufe 3 haben wir reicht. 4 kriegen wir das eh nicht. Wie der da rausgeflogen ist. Okay, läuft bei uns. Jetzt holen wir noch mal ein paar Bänke hier am Start. Dann noch was zu trinken vielleicht. Oder, ja doch, ein Snackautomat oder ein Getränkeautomat an der Stelle noch. Wir meinen hier so viel Platz für Bänke, für allen möglichen Kram und ich mache mir voll die Gedanken. Hier auf der anderen Seite ist ja auch noch alles frei. Wir hätten eigentlich ein bisschen weiter rüber bauen können. So, was ist das denn? Reporterbesuch.
Beeindrucke den VIP mit einem tollen Krankenhaus. Ja, komm, hau rein. Krankenhaus ist der Wahnsinn. Glaube ich. Hier fehlt noch eine Blume. Oh, hier aber auch. So. Wo denn noch? Hier vielleicht, an der Ecke. So, wenn das mal nicht alles grün jetzt ist. Das Blöde ist aber, man muss unbedingt dann auch genug Hausmeister da haben, die die ganzen Dinger gießen. Sieht man aber immer ganz gut daran, wenn die Pflanzen alle den Kopf hängen lassen. Dann wird es auf jeden Fall eng. So, letzter Patient, den wir heute heilen, ist für die Topferei 2 von 3. Haben wir schon, einen müssen wir noch. Wo ist er? Ich warte ja schon drauf. Da ist er. Jetzt, guck mal, jetzt geht er los. Aber es ist echt krass eigentlich. Ich habe das Spiel gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Ich hätte auch eher gewünscht, dass, oder ich hätte eher damit gerechnet, dass das früher passiert. Weil Theme Hospital ging früher mega ab. Ah, guck mal, da ist er. Ist er denn beeindruckt? Ist er impressed? Ah, Radioreporter. Besucht. Entleuchtungsklinik. Ja, die ist jetzt nicht so schön. Aber er hat auch Stufe 3. Alles gut. So, Topfmann. Geh mal rüber. Nein, wo geht er denn jetzt hin wieder? Termin Arztbesuch. Mal. Status gelangweilt. Aber stimmt schon. Ist wie halt bei den richtigen Ärzten. Dann wirst du ganz hin und her geschickt und dann kriegst du eine Behandlung. Wenn du einen Termin kriegst. So, jetzt aber. Der letzte läuft. Ah, guck mal. Können wir uns mal angucken. Achtung. Voll geil eigentlich, wie der... Wie die Füße da festgehalten werden. Oh! Ja, geschafft. So, das heißt, wir können nächstes Mal das nächste Krankenhaus in Angriff nehmen. Das ist nämlich das hier. Und wenn ihr das auch wollt und wir weiterspielen sollen, lasst eine Bewertung da, teilt das Ganze und ich würde sagen, bis zum nächsten Part. Haut rein. Tschüss.